Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von My Interview with Bugs of Hope mit dem Rayman in the Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rayman in the Phantom Show, also dem DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit einem Kraken angelegt. Ich habe seitdem offscreen zumindest ein Level abgeholt. Also wir sind jetzt Level 6. Und ja, wir müssen natürlich weitermachen hier. Wir müssen die Show zum Laufen bringen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal im Uhrzeigersinn. Letztes Mal waren wir dort hinten. Da können wir noch nicht alles abschließen, weil Level zu niedrig ist. Und jetzt machen wir hier einfach weiter. Ich weiß nicht, welches Set ist es? Ich glaube, das wäre ein Set. Sieht eher aus wie Mittelalter. Das Kostüm ist meine Rüstung, die Bühne mein Schlachtfeld. Gaukler, Minesänger, willkommen bei Doppelhochzeit der leichtsinnigen Schäferin. Eine Tragikomödie in 16 Teilen. Also seid ihr gut im Slapstick? Zum Beispiel springen und klettern? Oder sollen wir eine Kampfchoreografie einstudieren? Springen und klettern, das ist genau mein Ding. Und ich bin gut darin, ratzfatz mein Kostüm zu wechseln. Ein unbedeutendes Detail noch. Habe ich schon erwähnt, dass es im Filmset vor Fantasy-Kreaturen nur so wimmelt? Na, sehe ich ja direkt hinter uns. Wirklich ein grausamer Drache, tödlich aber ein Publikumsliebling. Vorher sind dann noch Horden von barbarischen Schurken, denen ihr euch stemmen oder an denen ihr euch feige vorbeischleichen könnt. Also Beinbruch, nur so eine Redensart, Herr Rayman. Weil er keinen Hals oder Beine hat, ne? Ja, wir sind hier auf dem Mittelalter-Set und nicht auf dem Western-Set. Passt wahrscheinlich schon. Pärchenhaft, ja, Stufe 5. Komm, das klappt. Klappt schon. Eine erste Analyse dieser Finsterzeitpfütze hat ergeben, dass hier Geschick und Können effektiver sind als rohe Gewalt. Ist das nicht bisher immer so? Warum nimmst du das nicht in die Hand? Rabbit Peach kann dich begleiten. Du wirst sehen, ihr Heilungstalent ist wirklich unbezahlbar. Vielleicht ja sogar romantisch. Romantisch? Ich habe ein Drehbuch für eine romantische Komödie mit euch beiden in den Hauptrollen geschrieben. Ich hoffe, Weltraumoper TV wird das Potenzial erkennen und es optionieren. Also ich habe ja eher das Gefühl, dass Raven dagegen ist, gegen die Komödie. Okay, besiege Panzergumbas. Innerhalb von 3 Runden muss ich die ganzen Panzergumbas erledigen. Vielleicht wäre der Disconaut hier eine ganz gute Idee. Obwohl, wenn ich aus dem richtigen Winkel die prügel, könnte ich auch mit der Rakete den einen oder anderen runterjagen. Dann könnte ich diese ganze Hälfte hier eventuell mit der Rakete machen. Ich hole mir auf jeden Fall mal den Disconaut neben kurz ins Team. Ich mache sogar eine Combo aus beiden. Ich habe beide von Nauten dabei. So, einfach mal ausprobieren. Wenn ich in die richtige Richtung kicke, kann ich die doch auch so runterjäten. Ja, 6 von 9 sind schon erledigt. Ich stelle hier einfach die Kanonen auf, das passt dann schon. Haut bloß ab. So, dann sind sie wenigstens sehr weit weg. Und jetzt kann ich dasselbe ja in diese Richtung machen. Kommt mal her.
Ich glaube, ich kann das instant beenden. Ich denke Winkel, alle drei Rasen. Okay, Leute, ihr habt gerade eine Anleitung gesehen, wie ihr das instant schaffen könnt. Ich habe das in einer Runde geschafft. Okay, Disconaut und... okay, den Kakofonauten hätte ich nicht mal gebraucht. Der Disconaut und die Rakete, alle im richtigen Winkel erwischen, schon habt ihr's. Das war ja richtig easy. Oh, Freibeutetrio im Finale. Das hat auf jeden Fall richtig gut geklappt. Erreichen wir den zweiten gelben Punkt. Diese Zuschauerzeiten werden uns noch Sendeplätze auf mehreren Kanälen einbringen. Hervorragende Arbeit. Das war zumindest sehr einfach, finde ich. Ich habe übrigens auch Sternteile verteilt offscreen. Also eigentlich sind so gut wie alle auf 3. Hier muss ich nur ein Rätsel lösen. Ich glaube, dich muss ich auf dem Weg vorher verprügeln, sonst klappt das gar nicht. Ja, ich verprüge die beiden eben kurz. So, Leute. Unliebsame Störenfriede habe ich jetzt mal beseitigt. Sowohl die beiden Feuerknechte hier, als auch auf der Seite zwei Schleimer. Die habe ich jetzt alle mal fertig gemacht. Da ist noch ein Gummer mit einem Topf unterwegs. Den habe ich jetzt aber mal in Ruhe gelassen. So, Knöpfchen wurde gedrückt. Hier sind bestimmt noch mehr Knöpfchen. Knöpfchen drücken macht ja Spaß. So, da sehe ich unser kugeliges Ei. Ich muss an seinen Ort der Bestimmung. Der halbe Weg hier ist schon mal offen. Wir haben hier aber noch viele Wege zu öffnen. Da läuft, wie gesagt, noch der Gumba rum. Ja, den muss ich auch eben kurz ausschalten. So, hat mit dem Kampf auch ein Level-Up tatsächlich gemacht, beziehungsweise mit einem der vorherigen, ohne es zu merken. Jetzt überlege ich, was gönne ich mir. Ich glaube, ich mache mir diesen Torpedo-Blaster-Boost. Dann mache ich mal den Heilungsradius höher, obwohl den brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich gerade drüber nachdenke. Machen wir die Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern eher höher. Und dann gönne ich bei ihm natürlich einen Raserei-Flächenschaden. So, wo sind weitere Sachen? Da ist ein Knopf. Der müsste auch auf der anderen Seite das Teil geöffnet haben, oder? Nee. Aber die Info hier ist jetzt frei. Die leichtsinnige Schäferin. Ist in diesem Bereich sonst noch eigentlich irgendwas? Nee, der Bereich scheint relativ frei zu sein. Wir haben den Registrator gefunden. Hut ab, dass ihr so lange am Set seid. Das will auf jeden Fall da rein. Warum ist da nicht offen? Ich muss irgendwo noch ein Dreiecksschalter sein. Ah, ich sehe ihn. Dreieck.
Dreieckschalter gefunden. Ritterliche Beute. Okay, das Mittelalter-Set ist bisher das kleinste Set tatsächlich. Chaos auf der Burg. Okay, Finsterzeit-Tor vernichten. Ich sehe es. Wir drehen gerade eine Folge mit dem die Belagerung der Wahl Werwalross des Werwalross-Wehrturms. In dieser Szene müsst ihr in die Burg vordringen. Das Tor kann nur mit Bob ums zerstört werden. Falls euch das Angst macht, umso besser. Das könnt ihr in euer Schauspiel mit einfließen lassen. Ich sehe hinter mir zwei Bonbons. Sind noch mehr Bonbons hier unterwegs? Wenn nicht, wird das schwer. Ich habe hier 4 Runden zur Verfügung. Vom Prinzip her muss ich die Bonbons einmal komplett durchführen. Rayman muss hier unten offenbar warten. Am besten wäre, ich würde zwei Leute erstmal vorwandern lassen. Im Bestfall Rayman und Rabbit Peach. Weil mit Mario beide erstens grätschen kann. Und zum anderen auch eine wesentlich größere Strecke zurücklegen kann. Das klingt zumindest nach einem Plan. Na gut, dann zuerst Rayman. Mit ihm muss ich mich auf den Schalter hier setzen. So, mit dem Torpedo räume ich hier mal auf. Eventuell in der Richtung Torpedo Blaster. Ich will das Geschütz nicht aufstellen, weil das eventuell am Ende die Bombe umtreffst und das wäre kontraproduktiv. So, hier oben schon mal ein bisschen warten. So. Ach, jetzt steht keiner auf dem Schalter, ne? Na gut, ich kann die ja trotzdem holen. Ich habe den Konter eigentlich aktiviert gehabt. Okay, da hinten spawnen wahrscheinlich auch neue. So, Fake Rabbit Mario lasse ich mal hier stehen. Warte mal, kann ich die rüberziehen, ohne dass sie umbringt? Nee, ich glaube, die würde in die Klippen stürzen. So, ich schleiche mich komplett über den linken Weg. Dann glaube ich hier mal hoch. Guter Schaden. Ich brauche den Schalter gar nicht. Ich kann mit Rayman einen rüberbuxieren. Das Ding ist aber, dass ich dann einen dort unten wieder hinbringen muss. Für den Teamsprung. So, Dracokalypse. Nicht ich dich. Und ich hier freie Bahn habe. Und dann würde ich Rebel Fisch schon mal so bewegen, dass die wieder bei Rayman in der Nähe ist. So, komm mal zu mir.
Doch, runter mit dir. Der wäre schon mal ausgeschaltet. Ich muss den Schalter besetzen, damit die vorankommen können. Gut, er hat sich nicht in die Luft gejagt. Bitte nicht den Bonbon treffen. Oh. Okay, wir brauchen nur diesen einen Bonbon. Den müssen wir jetzt hier hoch befördern. Einfach nur, damit ich ein bisschen Strecke gut bekomme. Bitte trifft das Tor. Ja. Der Drache, der keiner war. Ach, der Riesenfeuerknecht. Okay, wie viele Runden kriege ich dafür? Vor allem, wenn man denkt, dass das ganze Feld zugeklatscht ist. Also, wir haben uns alle schon auf die Schlüsselszene gefreut. Eher gegen einen animierten Drachen. Ich hatte sogar schon einen Greenscreen gekauft. Allerdings waren wir aufgrund von Sparmaßnahmen gezwungen, umzuplanen. Und müssen uns nun mit einer realen Bestie begnügen. Einem riesen Feuerknecht. Keine Sorge in der Nachbearbeitung. Lassen wir das richtig gut aussehen. Wie ein Drache setzt auch der Riesenfeuerknecht seine brandheißen Angriffe ein, um euch aus der Deckung zu kokeln. Wir finden die perfekte Besetzung für die Rolle. Wir haben ein Vermögen ausgegeben, um diese Folge beim Finale des Planeten Käseball Cups zu bewerben, also legt euch ins Zeug. Wie viele Runden kriege ich? Ich kriege 5 Runden. Okay. Ich brauche definitiv die Bonbons. Kaboom. Und so ist der Weg ja gar nicht offen. Tschüss. Schnell noch weggegangen. So, ich halte mal die Kiste da in die Luft. Hat schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Kann ich da diese Geschütze draufstellen und drücken den Knopf? Ich glaube, ich kann da echt diese Geschütze draufstellen. Ja, die können für mich auch die Knöpfe drücken. Das ist ja geil. Okay, ich hatte schon gedacht, dass ich danach noch ein bisschen Bewegungsfreiheit habe. Ja, die Runde lief absolut nicht. Ja, kommt mal her, Bombis. Explodiert in meinem Gesicht. Das Gute ist, er kann den Knopf auch drücken für mich. Ich glaube, es wäre auch besser, ihn von oben anzugreifen. Weil dann kann er mich auch nicht über den Haufen rennen. Es ist nur Geister-Mario, beziehungsweise Fake-Mario, der gerade gestorben ist. Also alles ist noch gut. So, hier oben das Portal mache ich mal zu. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich glaube, das mir offen zu lassen wäre eigentlich eine gute Idee wegen Bombennachschub. Ich glaube, ohne die Bomben kriege ich den gar nicht schnell genug platt. Ja, genau, wander zu dem hin. Explodiere schön dort. So, Feuer frei.
Weg mit dir. Nee, ich glaube, das wird so nix. So, ich habe jetzt noch mal in die Schlacht neu gestartet, oder zumindest das Ziel. Ich lasse diesmal das linke offen. Erstmal gleich. Also, so dass ich die Bomben da oben sammeln, dass ich die dann auf den drauf werfe. Ich muss auf jeden Fall die Bomben mitnehmen. Das wird schwer. Kommt her. Den, da mache ich dann jetzt erst fertig. Drakokalypse! Ja, wenigstens einmal. So, die beiden schalte ich mal als nächstes aus. Oder versuch's zumindest. So, eine Gefahr weniger. Hier, ich gebe dir mal einen Powerblock zum Schlucken. Ich lasse die Bomben zu mir runterkommen. Aber so, dass sie nicht in meinem Gesicht explodieren am besten. Im Bestfall gehst du jetzt auf Geister, Mario. Perfekt. Und die eine Bombe wartet jetzt, Mutter, sehen allein da oben. Während ich den hier mache. Ja, aber sehr guter Schaden. Kriegt direkt noch einen Powerblock hinterher. Ja, für dich. So, was auch immer da oben gleich rauskommt, sollte da oben auch bleiben. Damit Mario kann ich mich nach oben verziehen. Da ist er wesentlich mehr geschützt. Na, ah, das Portal kriege ich nicht kaputt, aber eventuell kriege ich ihn jetzt kaputt. Ja, genau, geh nach da hinten, da kannst du eh nicht treffen. Sollten ihn eventuell nächste Runde tatsächlich down kriegen. Die können nicht raus. Zumindest nicht gut. Musste zwar einmal die Schlacht neu starten, weil es nicht gut lief, aber dadurch haben wir ja auch gelernt. Wir hatten eine Lernkurve. Wir machen mal mit Raymond hier am besten eben kurz einmal auf, damit die raus können. Weil Mario sollte ihn ausschalten können. Aber ich will vorher noch allen eine Heilung geben. Ja, er ist tot. War aber tatsächlich leichter als der Krake.
Zumindest finde ich das. Kriegen wir jetzt zwei Dinge, weil wir zweimal Aufgaben machen mussten? Es ist so gut, dass der Imitator, also die Kopie, nicht als K.O. zählt. Unsere Einschaltquoten waren nicht mehr so hoch, seit unser Wetter-Frosch vor der Kamera vom Blitz getroffen wurde. Aua. Aber guck mal, wir haben weit mehr als die Hälfte schon. Und dieses Set müssen wir jetzt auch nicht nochmal besuchen. Zugabe! Ihr habt den Drachen besiegt, den Drachen der niedrigen Einschaltquoten. Allein die Zuschauerzahl in der Sparte zwielichtiger Händlerroboter haben sich verdoppelt. Daumen. Ich will es nicht beschreien, aber Sapiens Superinfusion wird vielleicht unser explosiver Sponsor. Klasse. Das hier erinnert mich an Castle Rock. Darf ich vielleicht eine Requisite als Andenken mitnehmen? Nein. Nein. Ja, das Mitleiderset haben wir abgeschlossen und Stufe 8 dadurch erreicht. Und wir haben hier jetzt auch keine weitere Quest auf dem Set. Bei dir mache ich mal die kritischen Treffer höher. Der Gegenschlag, der kommt irgendwie so gut wie gar nicht zum Einsatz. Ich glaube, ich nehme mal die Notheilung weg und nehme die Extra-Raserei mit. Und jetzt mache ich mal, dass er ein bisschen länger schweben kann an sich. Aber das war das Mittelalter-Set, ne? Wenn ich das richtig sehe, jetzt nur noch zwei Sets vor uns. Das Western-Set, das Piraten-Set, da haben wir noch eine Aufgabe. Aber das Set haben wir definitiv fertig. Der Fortschritt, der kann sich ja auch ungefähr sehen lassen. Bisher haben wir auch keinen von dem bisher vermasselt. Na gut, Planetenherausforderung habe ich bisher nicht geschafft. Aber hier haben wir halt nur noch eine Aufgabe. Hier haben wir noch ein paar. Das Nebenstudium machen wir als letztes. Und wir haben noch das Western-Set jetzt als nächstes vor uns. Aber guck mal, wir kommen auf jeden Fall voran. Ich denke mal, so viel wird das tatsächlich nicht mehr. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.